Das sind Mapapus. Klingt nach einer seltenen Tierart aus Neuguinea, ist aber die Abkürzung für Mama-Papa-Puppen. Geboren in Norddeutschland und echte Seelentröster für große und kleine Menschen, die jemanden verloren haben. Das ist mein Mapapu-Himmelskind. Unglaublich wichtig zur inneren Stärkung. Gibt Trost, Mut, Hoffnung, alles, was so ein Mensch eben auch benötigt. Er tut mir sehr gut, das ist ein Wohlgefühl. Er gibt Nähe, schafft Erinnerung, großen Raum für Liebe und macht mich glücklich natürlich. Ne? Berührt mich sehr, klar. Ja. Der perfekte Tröster. Ja. Martina hat ihre drei kleinen Söhne Nico, Robin und Joshua vor über 20 Jahren verloren. Die Erinnerungen an die Kinder leben in ihrem Mapapu-Himmelskind weiter. Bei meinem Himmelskind ist es halt so, dass viele Dinge eingeflossen sind. Das ist einmal der kleine Prinz, der für mich eine besondere Bedeutung hat. Viele kennen das Buch. Das ist die Originalgröße, des Fußabdruck meines Sohnes hier unten. Das Herz wesentlich, die Armbänder im Prinzip, die auch irgendwie ihren Platz haben müssen. Ja, das Seidentuch hat die Namen meiner Kinder hier oben stehen. Wesentlich für mich, ganz besonders wichtig, sind die Socken meines Sohnes, die er auch getragen hat. Und die haben eben in Form von Flügeln, was ich sehr passend finde, eben auch diesen entscheidenden Platz bekommen. So wie er ist, ist er perfekt. So wie Martinas Himmelskind kommen alle Mapapus in einer kleinen Nähwerkstatt in Tostedt bei Hamburg zur Welt. In rund 12 Stunden Heimarbeit wächst so ein Seelentröster bei den Geburtshelfern Jennifer und Hendrik heran. Ein Mapapu wird aus der Lieblingskleidung geliebter Menschen genäht. Heißt, wir bekommen die Kleidung von Verstorbenen tatsächlich. Und daraus werden dann diese Puppen gemacht. Eine greifbare Erinnerung zum in den Arm nehmen, zum Reinweinen, zum mit Lachen. Und der Geruch, der ist noch viel wichtiger, weil Geruch einfach was mit uns macht. Also ich rieche etwas und bin zack 5 Jahre alt und stehe bei meiner Oma in der Küche. Also wenn wir jetzt mal Elterngeruch nehmen, so, dann steht dieser Geruch immer für Liebe, für Geborgenheit, für Vertrauen. Die Mapapus trösten nicht nur verwaiste Eltern, sondern auch trauernde Kinder. Und sie machen ihre therapeutische Arbeit so gut, dass die Johanniter sie für ihr Projekt Seelentröster engagiert haben. Und dafür sind die kleinen Puppen ja Experten. Wir bekommen eigentlich immer Rückmeldungen. Das ist für uns immer sehr, sehr spannend. Liebe Jen, lieber Hendrik, es ist nicht in Worte zu fassen. Unbeschreiblich schön und traurig zugleich. Der Moment, in dem ich den Karton öffnete und den Mapapu sah, der war magisch. Ich traute mich zuerst nicht, ihn rauszunehmen. Doch dann nahm ich ihn zaghaft in meine Hände und mir liefen die Tränen. Ich kann euch gar nicht genug danken für das, was ihr uns gezaubert habt. Herzliche Grüße. Die Erfahrungen mit ihrem Mapapu gibt auch Martina gerne weiter, bei ihrem Engagement als Trauerbegleiterin. Dieses Wiedererkennen von bestimmten Stoffen, die Erinnerung an bestimmte Erlebnisse, die man mit dem Fußballshirt oder Ähnlichem verbindet, das Kraftgeben, was man dadurch hat, ne, es ist unglaublich berührend. Und deswegen glaube ich, für einen Mapapu ist es niemals zu spät. Die Erinnerung vergeht nicht, die prägt sich ein und die Liebe vergeht auch nie. Die überdauert alles und deswegen ist es zeitlos, absolut zeitlos.